Ohne Kupplung, liebe Zuschauer, läuft bei der Eisenbahn nichts. Das ist bei der Großen nicht anders als bei der Kleinen. Aber bei der bleiben wir jetzt und wir präsentieren Ihnen eine neue Kupplung, eine digitale, die viel mehr kann als eine herkömmliche Kupplung. Ja, man möchte fast sagen, der Spielspaß steigt enorm. Die Modellbundesbahn in Bad Driburg lässt die Herzen der Dampflokfans höher schlagen. Technisch hat die Anlage immer wieder etwas Neues zu bieten. Das ist jetzt also wirklich eine große Innovation, dass ich einmal diese Kupplung zeige. Diese Kupplung ist von der Firma Tech4Trains. Das ist auch der Herr Giesen dort, der Mann im Anzug mit dem gelben Schlips. Der hat also diese Kupplung mit seiner Firma entwickelt. Er bremst jetzt ein Zug, hält jetzt vor dem Rangiersignal und hier passiert das jetzt gleich. Jawohl. Das können wir bei jedem einzelnen Wagen dann ansteuern. Wir waren auf der Suche nach einer Kupplung, die wirklich zu 100% funktioniert. Und diese Automatikkupplung, die ist hier zum Beispiel zu sehen. Wenn Sie da mal bitte schauen, das ist also die Kupplung. Wir haben einmal hier den Kupplungshaken. Und jede Kupplung hat neben dem Kupplungshaken auch so eine Goldkontaktplatte, die ist hier vorne. Und wenn jetzt die Gegenkupplung angefahren kommt und der Haken vor der Goldplatte ist, dann weiß der Lokdecoder sofort, halt, ich muss anhalten. Und die Informationen, die werden durchgeschleift. Das heißt, die Lokomotive hat einen Decoder. Jeder einzelne Wagen hat auch einen Waggondecoder. Der Waggondecoder ist ein bisschen abgespeckter im Vergleich zu dem Lokomotivdecoder. Der hat die Hauptaufgabe, die Kupplung zu öffnen und zu schließen. Und eben die Informationen zu behalten. Das heißt, zum Beispiel zu wissen, ich bin der fünfte Wagen und ich soll jetzt, das haben wir ihm befohlen, drüben über den Rechner, mich vom sechsten Wagen abkuppeln. Und dann gehen exakt diese beiden Kupplungen hier, gehen dann auf. Und schon ist der Zug getrennt. Wenn ich jetzt zum Beispiel den letzten Fischwagen hier von diesem gedeckten Güterwagen, Schiebewandwagen, abkuppeln möchte, dann muss ich ja genau wissen, wo muss die Kupplung aufgehen. Das heißt, der Fischwagen muss vorne aufgehen, der Schiebewandwagen muss hinten aufgehen. Sehe, ein Wagen ist beladen, da ist echt Kohle drauf. Wie kriegt man da denn die Kohle rein? Das ist recht einfach. Offener Güterwagen, unten kommt der Decoder rein, die Kabel zur Kupplung. Die Kupplung wird in den Normschacht eingeschoben. Teilweise muss man mal ein kleines Löschen bohren, um die Kabel durchzuführen. Ist nicht bei jedem Wagen so, bei manchen Wagen muss man es machen. Und am Ende kommt dann die Kohleladung wieder drauf. Was wir allerdings noch dazu gesetzt haben, ist so ein Speicherbaustein. Gibt es auch von Tech4Trains im Angebot enthalten. Fahrtfrei für ein besonderes Spielerlebnis. Während die Rangiermanöver mit den Nahgüterzügen noch in der Testphase sind, ist das Lok-Wechsle-Dich-Spiel bereits alltäglich im Vorführprogramm der Modellbundesbahnschau zu sehen. Und das geht wie folgt. Ein Güterzug nähert sich nach anstrengender Bergfahrt dem Bahnhof Ottbergen. Dort soll die Zuglokomotive getauscht werden. Karl Fischer ist die Bedeutung des Vorbildbahnhofs Ottbergen noch in lebendiger Erinnerung. Komplette Züge können zerlegt werden und neu zusammengestellt werden. Das ist hier für Ottbergen ja das Thema. Ottbergen war Zugbildungsbahnhof und war Lokwechselstation. Das heißt, wir haben drüben das große Bahnbetriebswerk. Lokomotiven wurden restauriert. Um Zeit zu sparen, hatte man Lokomotiven gewechselt. Die Führungslok fährt ins BW und die frisch restaurierte Lok kommt raus, übernimmt den Zug. Und wenn jetzt dann die großen Schlepptaloks drauf sollen, gerade die Baureihe 44, dann wird es ziemlich eng, oder? Das ist eng. Also im Original hatten die 20 cm Platz, da die 44 draufzustellen. Wir haben das gleiche Problem im Modell. Das ist ja exakt maßstäblich nachgebaut. Und das war wirklich eine Entwicklungsgeschichte, bis das endlich funktioniert hatte. Was so aussieht wie dieser überdimensionierte Fettfleck auf dem Königsstuhl, das ist unsere Empfangsdiode. Das heißt, die funktioniert mit Infrarot. Und mittig unter jeder 44 ist eine Sendediode drunter. Und sobald diese beiden übereinander sind, plus mit der Blockrückmeldetechnik haben wir ein System, was 99,9% funktioniert. In der Regel klappt es aber ganz wunderbar. Die Roko 44er steht exakt da, wo sie stehen soll.
Und gleich rollt die Maschine von der Drehscheibe hinaus ins Gleisvorfeld. Dort wartet ja bereits der Gaskesselwagenzug auf sein neues Zugpferd. Während die alte Lok rückwärts Richtung BW rollt, hat der neue Jumbo die Gaskesselwagen an die Kupplung genommen und beschleunigt den Zug. Ein Besuch in Bad Driburg lohnt also immer wieder aufs Neue. Nicht nur wegen der herrlichen Anlagenlandschaft, sondern auch wegen der vielen digitalen Features im Zugbetrieb. Denn dank der Tech4Trains Zugautomatisierung wird sich hier noch einiges tun.